Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Im vergangenen Jahr brachte der deutsche Schriftsteller Stefan Thomae gleich zwei Bücher über seine zweite Heimat Taiwan heraus. Zum einen das Non-Fiction-Werk Gebrauchsanweisung für Taiwan, in dem er tief in Taiwans Seele blickt und Taiwan in all seinen Facetten beschreibt. Zum anderen den Roman Pflaumenregen, in dem er das Leben der Hauptperson vom jungen Mädchen während der japanischen Kolonialzeit bis hin zur Großmutter in der Gegenwart verfolgt und dabei auf viele historische Ereignisse aus dieser Periode eingeht. Nun traf Stefan Thomae am vergangenen Montag mit Studierenden der National Zhengzhou Universität in Taipeh zusammen, um seine beiden Bücher vorzustellen und über seine Erkenntnisse bezüglich Taiwans Vergangenheit und Gegenwart zu sprechen, die er sowohl während seinen Forschungen zu seinem historischen Roman als auch in der langen Zeit, in der er mit Taiwan zu tun hat, gewonnen hat. Kam Thomae seit 1996 zunächst als Student, dann als Forscher immer wieder nach Taiwan, lebt er nun schon seit über 10 Jahren hauptsächlich in Taiwan. Organisiert wurde die Veranstaltung von Professor Yao Shaoji, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität. Ich habe die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch mit Professor Yao und Stefan Thomae wahrgenommen. Zunächst wollte ich von Professor Yao wissen, warum er Stefan Thomae eingeladen hat. Ja, ich forsche ja zurzeit sehr viel über Eindrücke der Deutschen aus der Vergangenheit, vor allem aus dem 19. Jahrhundert. Und ja, da bin ich auch mal neugierig, was für ein Eindrücke ein Deutscher aus der Gegenwart uns so vermitteln kann. Mhm. Vor allem der Vortrag ist auch, findet jetzt auch im Zusammenhang mit meinem Wahlkurs Eindrücke der Westler über Taiwan, von Taiwan. Ja, in diesem Zusammenhang habe ich Herrn Thomae eingeladen dann. Mhm. Und was glauben Sie, was können Sie von diesem Buch erfahren oder was für Eindrücke haben Sie? Vor allem in unserem Alter, die Taiwaner in unserem Alter haben ja eigentlich nicht viel über taiwanische Geschichte gelernt in ihrer Schulzeit, sondern mehr über chinesische Geschichte. Mhm. Was glauben Sie, was, vor allem Herr Thomae's Buch geht ja eben über die Geschichte seit, über neuere Geschichte, japanische Zeit dann bis heute. Mhm. Was können Sie daraus für Erfahrungen ziehen oder Erkenntnisse ziehen? Ja, ich habe ja insgesamt die Geschichte meiner Heimat über deutschsprachige Lektüren näher kennengelernt. Und der Roman oder die Werke von Herrn Thomae sind gerade noch mehr Beispiele für mich dazu, dass aus Sicht der Fremden eigentlich die Eindrücke noch klar herausgestellt werden. Soweit Professor Yao Shaoji von der National Zhengzhou Universität und anschließend unterhielt ich mich mit Stefan Thomae. Das Buch Pflaumenregen haben Sie ja in erster Linie für Deutsche geschrieben, auch für deutsche Leser geschrieben. Aber was denken Sie denn, was Taiwaner und Taiwanerinnen aus diesem Buch oder beziehungsweise aus Ihrem Blick auf die taiwanische Geschichte für Erkenntnisse ziehen können? Zunächst mal, alle Menschen in Taiwan sind ziemlich neugierig darauf oder sind interessiert daran zu wissen, wie eigentlich das Ausland, wie Ausländer auf ihr Land gucken und wie sie es verstehen oder auch nicht verstehen. Das ist ein grundsätzliches Interesse. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht genau begründen, ich kann das nicht vorwegnehmen, was Taiwaner in meinem Buch finden werden. Es wird ihnen vertraut vorkommen und gleichzeitig werden sie wahrscheinlich das Gefühl haben, dass es irgendwie anders erzählt ist, als wenn es ein taiwanischer Autor geschrieben hätte. Das ist notwendig und darüber habe ich mir beim Schreiben aber auch gar nicht zu viele Gedanken gemacht, weil ich wusste, das kommt sowieso, irgendwas ist dann anders. Mhm. Wenn man für ein deutsches Publikum zunächst mal schreibt, dann muss man ein bisschen was erklären, dann muss man hier und da durch kleine Hinweise das Verständnis ein bisschen ergänzen. Und mir war im Hinterkopf bewusst, dass das Buch auch auf Chinesisch in Taiwan erscheinen wird und dass ich das deshalb nicht übertreiben darf, dass ich versuchen muss, vieles eben in der Selbstverständlichkeit darzustellen, in der es die einzelnen Figuren erleben. Also was die taiwanischen Leserinnen und Leser am Ende aus dem Buch für Erkenntnisse ziehen, das weiß ich nicht, aber irgendwie wird es eben so etwas Doppeltes sein. Etwas über Taiwan und etwas darüber, wie ein ursprünglich nicht taiwanischer Autor so eine Geschichte erzählt. Was glauben Sie denn, was für einen anderen Blick Sie haben
als ein taiwanischer Historiker zum Beispiel oder ein taiwanischer Schriftsteller? Nee, ich habe das manchmal mir überlegt, wenn in den letzten Jahren, ich lese ja auch taiwanische Romane und überlege dann immer, ist mal was dabei, was ich meinem Verlag in Deutschland empfehlen könnte, was interessant wäre, zu übersetzen und auf Deutsch rauszubringen. Und dann habe ich festgestellt, es gibt tolle Romane, aber man hat immer das Gefühl, oh man, könnten deutsche Leserinnen und Leser das eigentlich verstehen? Ist da nicht zu viel vorausgesetzt über, erinnere ich mich jetzt an U Ming Yi, auf Englisch heißt es The Stolen Bicycle, also Dante Shi Jie Ji. Ein toller Roman. Und da habe ich aber überlegt, könnten deutsche Leserinnen und Leser das verstehen? Da ist so viel vorausgesetzt über die Beziehungen der einzelnen Volksgruppen in Taiwan, die Ureinwohner, die indigenen Völker, die Mehrheitsgesellschaft. Es spielt auf so vielen verschiedenen Zeitebenen. Und ich habe gedacht, vielleicht müsste man doch einen anderen Blickwinkel wählen oder finden. Und deshalb ist mein Roman jetzt eben so eine Familiengeschichte. Dann hat man automatisch ein gewisses, so einen gewissen Rahmen, weil man ein Ensemble von Personen hat, die sind miteinander verwandt, die gehören zusammen. Und dann kann man in dieses Raster sozusagen die historischen Ereignisse eintragen. Und ich hoffe, dass es auf diese Weise möglich ist, dass Leserinnen, die über Taiwan nicht so viel wissen, das trotzdem verstehen. Und weil es aber eine Familiengeschichte ist und Taiwaner eben das kennen, dass innerhalb der Familien viele unterschiedliche Einflüsse zusammenkommen, Leute, die vom Festland kommen, Taiwaner, Leute, die im Ausland leben und zu Besuch nach Taiwan kommen, dass sie da etwas Bekanntes wiederfinden. Und Sie haben schon erwähnt, dass Sie wussten wohl auch schon beim Schreiben, dass es eben dann auf Chinesisch übersetzt wird hier und dass Sie dann eben die Ausführungen vielleicht nicht zu sehr übertreiben sollen. Können Sie ein oder zwei Beispiele nennen, wo Sie da sich, sagen wir mal, zurückhalten mussten oder dachten, okay, das ist jetzt genug? Immer. Also das, wenn man versucht, wie Leute miteinander reden, also gerade bei den Dialogen, wenn sie kurze Anspielungen darauf machen, wo ein Gebäude sich befindet oder was da früher war, wenn es um Gerichte geht, die sie essen, wenn ein Vater seinen Sohn mit zum Baseball nimmt. Wenn Sie sich daran erinnern, dass es früher den großen Baseballstar Wang Jianming gab, den natürlich jeder in Taiwan kennt, dessen Geschichte in Deutschland aber niemand kennt, der also daran denkt, der war so lange verletzt und jetzt kommt er langsam zurück, also im Jahr 2016, in dem das spielt, hat er ja nochmal ein Jahr in der Major League in den USA gespielt. So etwas, wie kann man sowas nahebringen? Also dass es glaubwürdig ist, dass die Person sich diese Gedanken macht, aber dass sie dabei nicht sich etwas ausbuchstabiert, was gar nicht die eigenen Gedanken sind, sondern was die Informationen für den Leser sind. Mhm. Also der Schlüssel ist eigentlich, dass es glaubwürdig sein muss, dass Personen so reden oder so mit sich zu Rate gehen in Gedanken, dass nicht der Eindruck entsteht, jetzt wendet sich der Text an den Leser und jetzt wenden sich nicht mehr die Figuren einander zu. Jetzt ist Ihr Buch ja schon einige Zeit in Deutschland raus. Was ist denn so, haben Sie schon ein bisschen Feedback bekommen von Ihrem Verlag oder von Lesern und vielleicht auch schon den ein oder anderen taiwanischen Feedback? Ja, aus Taiwan noch nicht so richtig, denn das Buch wird erst übersetzt werden. Es wird übersetzt werden, also ein Vertrag gibt es und es wird also eine chinesische Ausgabe hier geben. In Deutschland, die Kritiken waren sehr, sehr gut. Pandemiebedingt waren die Umstände dieses Mal ein bisschen anders. Weniger Veranstaltungen als sonst, die Frankfurter Buchmesse, die nicht in der gewohnten Form stattfand. Aber die Kritiken waren sehr, sehr gut, der Verkauf so mäßig. Also es ist eben doch ein sehr spezielles Thema und nicht alle Deutschen interessieren sich dafür, was in Taiwan passiert. Das Interesse an Taiwan steigt, aber insgesamt ist es den meisten halt doch noch sehr fern. Insofern hatte ich das Gefühl, für einen eingeschränkten Leserkreis war es ein sehr interessantes Buch. Soweit Professor Yao Shaoji von der National Zhengzhou Universität und Stefan Thome, ein deutscher Schriftsteller, der jetzt in Taiwan lebt, zum neuen Roman von Stefan Thome, Pflaumenregen, und dessen Besuch bei der National Zhengzhou Universität. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.